Der kommt jetzt mit seinem wundervollen, riesengroßen Mercedes-Kompressor. Das ist das Urgestein der Essener Oldtimer-Szene, Franz Mark. Franz Mark, besonderen Applaus. Ihr alle Veranstaltungen natürlich mitgefahren, vielleicht auch mitorganisiert und auch die entsprechende komplette Kommunikation mitgestaltet. Also das ist wirklich ein, ohne ihn wäre diese Szene und auch diese Veranstaltung in Essen gar nicht zu denken. Also lieber Franz, ich glaube mit deinem Mercedes-Kompressor 7 Liter Hubraum, 6 Zylinder, ein technisches Wunderwerk, konstruiert damals von dem Chefkonstrukteur von Porsche, von Mercedes, das war Ferdinand Porsche, der hat für Mercedes damals gearbeitet, das war kein Porsche, sondern ein Mercedes, großer 6-Zylinder-Kompressorwagen mit einem zusätzlichen zuschaltbaren Kompressor, der das Auto immerhin auf über 200 PS gebracht hat und eine Leistung hatte und eine Geschwindigkeit von über 200 Stundenkilometer. Ja, hier wiederum als nächster Teilnehmer hier am Start, beziehungsweise am Ziel, Start ist es ja nicht mehr, ist ja jetzt Ziel, ist einmal der berühmte Essener Peter Rust und dann aber dieses besondere Auto. Und die Älteren werden sich möglicherweise erinnern an eine Dame, die irgendwie aus einem bestimmten Gewerbe kam. Und diese Dame hieß Nitribit. Nitribit hatte dieses Auto. Exakt dieses selbe Auto fuhr Rosemarie Nitribit in den 50er Jahren persönlich. Und jetzt sitzt sie nicht mehr hier drin, weil sie ist mausetot. Und aber der Besitzer des Autos ist stolz darauf, dass er den Wagen irgendwann mal übernehmen konnte. Wie die Geschichte im Einzelnen gelaufen ist, weiß ich nicht. Wer Fragen hat zu dem Auto und wie das Auto in seine Hände gekommen ist, der Besitzer wird was sagen dazu. Er parkt gleich hier vorne ein. Also, Applaus mal für das wunderschöne Auto, ein 190 SL aus dem Jahr 1956. Ja, und hier auch wiederum ein Klassiker. Wie Sie sehen, ist das ein Auto, ein BMW 327 Cabriolet, gefahren von dem Team Micho aus Essen. Das Auto ist schon mehrfach ausgezeichnet worden, weil er eben eine nicht nur wunderschöne Karosserie hat, sondern das Auto ist einfach gelungen. Er hat die Proportionen von dem Auto, von dem BMW, ein 6-Zylinder, 2-Liter Cabriolet aus dem Jahre 1938 oder 39, ein Auto, der so malerisch gelungen ist, einfach weil er eine sehr schöne Karosserielinie hat. Das war damals eines der elegantesten deutschen Autos, ein BMW 327 Cabriolet. Das Auto ist schon wie viel Mal mitgefahren? 13 Mal dabei und schon beim ersten Mal hat er eine Auszeichnung bekommen für die beste Restauration. Und ich glaube, er ist heute noch mindestens genauso interessant und schön und dick und von der Ausstattung her wie vor 13 Jahren. Er wird auch gepflegt von dem Team Micho. Also, lieber Herr Micho und Frau Micho, herzlichen Dank fürs Vorführen und ein besonderer Applaus für dieses wunderschöne Auto, der BMW 327 Cabriolet. Ja, und jetzt wird es sofort sehr kräftig, denn hier kommt America pur. Nicht America first, sondern America pur, die berühmte Corvette. Aber die Corvette ist schon eine aus der Corvetten-Serie, aus der letzten Baujahrserie. Was für ein Baujahr ist es? 1964, die ersten Corvette gab es schon Anfang der 50er Jahre. Hier haben wir also ein wunderschönes Auto in einer wirklich makellosen Ausführung. Der Wagen natürlich ein Chevrolet-Motor mit V8. Wie viel PS Macher haben? Also genug PS, man sagt 300. Wenn er jetzt hier auf dem roten Teppich Gas geben würde, dann würde der Teppich ein bisschen sich nach hinten verziehen. Er hat natürlich hier die komplette amerikanische Ausstattung, also ein nach wie vor traumhaft schönes Auto. Das war die Antwort der Amerikaner auf die vielen europäischen Autos, die damals nach Amerika eingeführt worden sind. Aber hier haben die Amerikaner wirklich etwas ganz Tolles auf die Straße gebracht. Auto, der eine Form hat, eine Linie, die wirklich heute noch sehr attraktiv aussieht. Es kommen so viele andere, also prima, schönen Dank und toll, dass Sie uns den Wagen hier vorführen. Auf geht's. Ja, der nächste, zwar auch in Rot, aber ein völlig anderes Konzept. Zwar gleiches Baujahr, so ähnlich wie die Pagode, aber natürlich, was sehen wir hier? Eine Mercedes Pagode, ein Pagoden SL, ich glaube ein 280 SL ist es das? 280 SL, ein Wagen, der wirklich sehr elegant aussieht, der 1963 zum ersten Mal auf die Straße kam
als dieser berühmte Nachfolger des Mercedes 300 SL, von denen auch noch heute gleich noch ein paar Autos kommen werden. Aber hier ist er eben in der Originalausstattung, aber wenn man so will, vielleicht für den amerikanischen Export gedacht, mit Weißwandreifen und mit diesen Blinkern an der Seite. Nur die Leuchten vorne, die sind europäisch, denn die Amerikaner hatten etwas andere. Okay, 2,8 Liter, 170 PS, tolles Auto, macht Spaß zu fahren. Also, schönen Dank. Bis der nächste kommt, der ist in dem Programmheft. Im Übrigen, jetzt muss ich mal fragen, lieber Rolf Krane, wo sind denn die ganzen Programmhefte? Also, Programmhefte sind verteilt worden. Wenn noch einer Programmhefte haben möchte, die Claudia Ortkemper hat noch welche da unten, bitte nachfragen. Ansonsten würde ich Sie bitten, in dem Programmheft das, was hier an Nummer 32 ist, auszutauschen, weil das stimmt nämlich nicht ganz. Das ist kein Triumph TR4, sondern ein Triumph TR3. Ein Auto aus dem gleichen Haus, der Marke Triumph natürlich, aber nicht die etwas kantige, sondern auch die runde Ausstattung des Triumph TR3. Der Motor ist relativ identisch zum TR4, aber die Karosserie natürlich völlig anders. Aber hier sitzt man fast mit dem Hintern auf dem Boden bei dem Auto. Er macht wahnsinnig viel Spaß, sehr elegant in der Farbe British Racing Green. Das war die gängige englische Farbe mit verchromten Speichenrädern. Ein wunderschönes, tolles Auto, auch schon mehrfach dabei gefahren. Also prima, schönen Dank. Die Nächsten stehen dahinter und auf geht's bis zum Abstellen. Ja, hier Eleganz pur, auch alles bekannte Gesichter aus Essen, bekannte Gesichter, wie ich sehe, alle werden hier herzlich begrüßt. Das ist ein Mercedes 280 SE, aber in der 3,5 Liter Ausführung, also ein V8 Motor in dieser eleganten Ausführung, ein großes Verdeck für in der viersitzigen Version. Und das Auto ist aus dem Jahre 1972, 73, denke ich mal. Bitte? 70, also 1970, also auch der frühen Phase. Der 3,5 Liter, das ist eigentlich das Eleganteste aus der ganzen Serie. Diese Karosserielinie von dem Auto in dieser Ausführung, auch in dunkelblau. Und er hat diesen besagten anderen Kühler. Das ist nicht der Hochkühler, sondern der Flachkühler. Und ein totschickes Auto, Karosserielinie nach wie vor. Sehr elegant und man kann sich eigentlich gar nicht dran satt sehen. Innen drin wunderschöne cognacfarbene Lederpolsterung, nette Mädels hinten drin, nicht? Wie es sich auch gehört. Also prima. Schönen Dank, weiter geht's. Ja, das Pendant dazu, nur eben 20 Jahre jünger, ist das Auto ebenfalls ein Mercedes, ein 220, eine 220 B Cabriolet, gefahren von auch einem Urgestein aus der Szene, Günter Jorzig und die Elke. Und noch jemand da hinten drin, ja, komme ich auf den Namen nicht gerade. Ja, okay, auch das Auto von dem Günther schon mehrfach dabei gewesen. Wie viel Mal, Günther? 16 Mal, beim ersten Mal dabei und jetzt auch wieder. Also, besonderer Applaus mal hier für diesen Mercedes 220 von Günther Jorzig und der Elke zusammen, die das Auto immerhin schon zum 16. Mal hier vorgeführt haben, auch bei der ersten Veranstaltung und heute wieder. Tolle Leistung, wunderschönes Auto, ein 220er mit nur 80 PS, 6-Zylinder-Motor. Aber auch damals sehr elegant und ein Auto mit einer wunderschönen Karosserielinie. Hier hat er auch noch als besondere Ausstattung Weißwandreifen dabei. Natürlich ansonsten schwarz, was war sehr häufig die Farbe, die bei den Autos in den 50er Jahren noch gewählt wurde. Ja, schön, Günther, auf geht's zum Einparken, denn danach kommt sportliches englisches Gerät. Habt ihr aus Spaß nur den Schlitten hinten drauf und habt ihr den gebraucht? Ich war drodeln. Ja, das war eben nebenbei. Also in dem Auto, bitte, heute gab es ja nur, weiß Gott, wir haben ja nur wahnsinnig Glück, dass das Wetter hier mitspielt. Aber heute Morgen war es bitterkalt und die Mittagsrast war im tiefsten Sauerland in Krombach. Und ihr seid das Ding ganz offen gefahren. MG TC 1900, was ist es? 46, also ein MG TC 4-Zylinder-Motor, ungefähr 50 PS, 52 PS, offen gefahren. Und Schlitten habt ihr auch gebraucht, ja? Habt ihr im Krombach wahrscheinlich mal abgemacht, einmal den Berg runtergefahren. Ja, toll, ein wunderschöner kleiner MG TC Roadster aus dem Jahr 1946. Also prima, schönen Dank. Weiter geht's, die Nächsten kommen schon. Ja, offen gefahren, tolle Leistung. Das bei nur 4 Grad Temperatur heute Morgen, also schon prima. Auch dieses Auto als Nachfolger, wenn man so will, aus der TC oder T-Serie, aber hier schon in der
in der runden Karosserieform, nicht mehr so sperrig wie die TC oder T-Typen. Hier ein MGA. MGA aus dem Jahre 1958? 54? Oh, einer der ganz frühen. Also da gab es aber schon den TF 54. Da gab es den auch schon. Hallo, wenn Sie das sagen, okay. Okay, also ein MGA, ebenfalls 4 Zylinder, hier aber schon in einer sehr modernen Ausführung mit Scheibenbremsen, wahrscheinlich etwas umgebaut, aber trotzdem ein totschickes Auto, rechts gelenkt, wie das für ein englisches Auto auch gehört. Auch hier auf deutschen Straßen wahrscheinlich kein Problem zu fahren. Riesen Instrumentenblock, wie ich sehe, nicht nur Drehzahlmesser, sondern alle Instrumente, die auch funktionieren. Ich sehe, Temperatur ist gerade kurz vor 80 Grad, aber ich denke mal, das war auch heute gar nicht mehr so erforderlich, denn die Temperaturen außen waren ja sehr moderat. Man konnte sie ja tragen, auch innen drin. Alle eine Heizung? Heizung aber nicht. Trotzdem, warme Hände des Beifahrers. Okay, also dann alles Gute. Ja, hier ein Auto, was hier noch zusätzlich gemeldet worden ist, ein Ford Thunderbird, aber in der etwas neueren Ausführung, 8-Zylinder-Motor, tolles Auto, macht riesen Spaß zu fahren, aber ist eben kein historisches Auto. Darum ist Ersatz. Ja, der Jaguar ist vertauscht. So, jetzt aber ein wunderschöner französischer Peugeot. Ein Peugeot mit der Startnummer 67, ein Auto, das in Frankreich eigentlich fast wie sein Volkswagen gefahren wurde. Wie Sie sehen, also sehr original, schwarze Lackierung, aber die Türen gehen natürlich ganz gemeinerweise nach vorne auf. Das sind die sogenannten Selbstmordertüren bei den Autos, aber das war eben beim Einsteigen ist das ein Riesenvorteil. Ja, hintern zuerst und dann konnte man prima sitzen. Also das war für alle eigentlich eine gute Möglichkeit. Also der Peugeot sehr elegant. Und hier ein Auto, was also gerade für den Kaufmann in der Provinz auch häufig gebraucht worden ist. Obendrauf kamen die Schweine, ne? Oder original gedacht Gepäckträger, tolles Auto. Wie viel PS hat er? 45 PS nur, aber für die Ewigkeit gebaut. Also, schönes Auto, schönen Dank und einparken bitte. Ja, jetzt wird's laut, jetzt kommt nämlich auch ein Essener Urgestein. Und zwar Walter Brüll. Walter Brüll, allseits bekannt. Und Maschinenfabrik Brüll ist eigentlich, braucht man gar nicht zu erwähnen, kennt jeder. Ist zu dir doch was zu sagen, Walter? Nein. Kennst du dich? Ja, gut. Er hätte heute aus dem Auto, wie er sagt, Schneeketten aufziehen können bei dem Wetter, aber er hat es nicht unbedingt gebraucht. Ein Ford F100, etwas modifiziert. Aber trotzdem tolles Auto, amerikanische Ausführung. So sahen die Pickups in den 50er Jahren aus. Aber jetzt kommt ein Originaler, ebenfalls ein Ford. Aber hier ist der berühmte A-Ford aus dem Jahre 1930. Stopp, da wurde noch hätte eine Rose verteilt werden können. Ein A-Ford Coupé, also wie Sie sehen, eine zweisitzige Coupé-Ausführung. Das Auto hat eben nur 40 PS, der Motor nur 40 PS, war ein 3,3 Liter Motor und war für die Ewigkeit gebaut, hat eine ziemlich geringe Drehzahl und dadurch war er eben einfach sehr drehzugfreudig und das war das Auto, was amerikanische Straßen eigentlich, wo die amerikanische Motorisierung auf den amerikanischen Straßen also auch wirklich groß gemacht hat. Das Auto ist in 4-millionenfacher Ausführung, 4 Millionen Autos sind von den Dingern damals gebaut worden, in verschiedensten Karosserievarianten, als viersitzige Limousine, zweisitziges Cabriolet und so weiter. Ja, jetzt kommt ebenfalls mal ein sehr originaler, wunderschöner, sehr seltener englischer Rover. Rechtsgelenkter originaler Rover. Es gibt auch eine Geschichte zu dem Auto. In dem Programmheft ist viel erwähnt zu dem Auto, aber er ist hier in dieser wunderschönen Karosserielinie. Auch das ist ein vergleichbares Auto mit den Deutschen, die so aussahen wie die Mercedes 170er, 220, aber hier ein sehr elegantes Auto von der Marke Rover, die hier diese auf dem deutschen Markt kaum vertreten waren, aber dennoch hier eine sehr originale Ausführung, hatte sogar ein Schiebedach. Schiebedach, ja, heute wird es zugemacht, Wetter ist nicht adäquat dafür. Ja, okay, herzlichen Dank. Prima, weiter geht's. Ja, und hier ebenfalls britisch, aber ein völlig anderes Konzept.
hier der berühmte Jaguar XK120, gefahren von Dr. Bergmann und seiner charmanten Gattin, die ja mit dem Wagen heute die gesamte Strecke gefahren sind. Auch das ist auch eine Leistung. Das Auto, der XK120, hat zwar eine Menge Power, aber man muss mit dem Auto auch dann über die entsprechenden Strecken, und die waren ja nicht wenig, und es waren sehr enge Kurven, wie ich mir habe sagen lassen. Da war schon einige Leistung dabei. Aber, man muss hier wirklich die Armmuskulatur schon anstrengen. Also ist aber wirklich ein elegant, sehr elegantes, wunderschönes Auto. Ein XK120 Drophead Coupé. Man kann das Verdeck zurückklappen, also ein Traumauto. Und das auch schon mehrfach hier bei uns in Essen mitgefahren ist. Ja, der nächste, viele werden ihn noch kennen, der berühmte Barockengel von BMW, der große V8 BMW in 3,2 Liter. Hat er 3,2? 3,2, also die größte Ausführung letztendlich von BMW. Ein äußerst elegantes Auto, das war das Pendant, wenn man so will, zu dem Mercedes 300er, der aber von den Stückzahlen her den Mercedes nicht erreicht hat, aber die Eleganz des Autos, so wie er jetzt hier ist, ist mindestens entsprechend dem Mercedes, wenn er nicht sogar noch eleganter ist. Und er hat eben hier auch eine tolle Ausstattung innen drin, 4 Türen, wie Sie sehen, die Türen gehen so gegenseitig auf. Das war auch von BMW eher eine komplette neue Version, die Türen anzuschlagen, sehr elegant fürs Einsteigen. Man wollte versuchen, damals dem damaligen Politikern aus der Bundesregierung einen solchen Wagen zu verkaufen. Adenauer soll mal eingestiegen sein in so ein Auto, dann ist ihm leider der Hut vom Kopf geflogen und hat er gesagt, nee, da lebe ich lieber in Mercedes, da kann er besser einsteigen. Trotzdem, tolles Auto, wunderschöner Zustand, toll. Herzlichen Dank. Also, weiter geht's. Der nächste ist dann wiederum ein Jaguar XK140, glaube ich, ja? Ist 140. X140, aber hier ein Fixed Head Coupé, also ein festes ein Auto, das also kein zurücklegbares Verdeck hat, sondern ein komplettes Coupé, aber sehr schick, ebenfalls diese totschicke Karosserielinie des Jaguar. Der XK140 ist der Nachfolger des 120. Es kommt, glaube ich, gerade noch ein bisschen Regen von oben runter. Also da haben sie natürlich die in dem Auto kein Problem. Erstens ist die Rallye jetzt zu Ende, zweitens haben sie ein Dach oben drüber, was auch dicht ist. Aber hier ein Auto, der als XK140 auch viel im Rennen eingesetzt worden ist. Traumhaft schön, toll und sehr original, auch in der Farbgebung. Ja, aber hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht eins der exquisitesten Autos bei der diesjährigen Veranstaltung. Der berühmte Lagonda M45, ein Traum von einem Auto. Das Auto selbst ist von dem Besitzer Ulrich Goffrey, der übrigens der Technikchef von Brabus ist, hat den Wagen in vielen Jahren selbst Arbeit wieder aufgebaut, in einem Zustand, wie man also ihn kaum woanders vorfinden kann. Ein wunderschönes Auto an der Karosserielinie, technisch ein Leckerbissen. Also ich glaube, dieses Auto wird auch in der Prämierung heute wahrscheinlich einen besonderen Platz bekommen. Aber hier etwas mal, was man nicht alle Tage vorfinden kann. Eine Karosserielinie, äußerst selten, aber in einem Zustand. Also ich glaube, hier muss man wirklich mal, nicht muss, sondern hier möchte man einfach applaudieren. Ganz lieben Dank, lieber Ulrich Gottfried. Traumhaftes Auto, wunderschön. Und schönen Dank, dass Sie heute bei dem Wetter auch mitgefahren sind. Tolle Leistung. Also, wunderbar. Dankeschön. Ja, hier wiederum der nächste, die berühmte Pagode, wiederum ein Mercedes SL aus dem Jahre 1900, ist es ein 230 SL, also aus der frühen Phase ein 230 SL von 1964 mit 150 PS, 6 Zylinder, ein Motor, der auch sehr sportlich zu fahren war, gerade der 230 SL Motor hat ein sehr hohes Drehmoment gehabt, war sehr sportlich auch zu fahren. Das Auto selbst ist ein wunderschönes Auto in Originalfarbton-Lack, hat aber schon damals eine Automatikgetriebe gehabt, was nicht so ganz häufig war, kostete auch eine Menge Aufpreis. Die normale Version war ein Schaltgetriebe. Ja, tolles Auto. Danach kommt jetzt auch noch ein weiterer, den wir auch noch vorstellen können. Also, schönen Dank. Ja, der nächste, die Deutsche Bundespost klingelt an. Wenn der Postmann zweimal klingelt, da kommt er. Ja, aber hier ist er, der berühmte VW Fridolin hieß das Ding. Warum hieß der Fridolin? Gibt es da eine Begründung? Die Begründung, die immer wieder durch die Presse geistert, ist die, dass die Mitarbeiter von VW damals zu dem Auto aufgrund der Optik irgendwie den Namen Fridolin gegeben haben. Ja.
gab ja auch von Maggi einen Fridolin damals. Ja, es gab, der Name war irgendwo gängig. Ich weiß nicht, ob Fridolin eigentlich ein gängiger Vorname war, aber zumindest, ja, das Ding heißt so. Also ist ein VW, hat einen VW-Motor, den luftgekühlten VW-Motor damals, aber eine sehr seltene Karosserie, der im Übrigen im Wesentlichen von der Post auch gefahren worden ist oder von diversen kleineren Handwerksbetrieben vielleicht auch, die dann später den Wagen von der Post übernommen haben. Wie Sie sehen, auch die Türen sind sehr geeignet zum Einsteigen, denn sie werden nicht geklappt, sondern geschoben. Also auch hier tolles Auto, sehr original. Also, schönen Dank, finde ich toll, prima. Fridolin von VW. Ja, auch hier ein deutsches Auto aus den 50er Jahren, der Opel Rekord. Rekord mit einer ja, putzigen Sonderausstattung. Da ist nämlich hinten die gehäkelte Klorolle hinten auf der Ablage. Das war damals üblich, ich weiß gar nicht. Ist das nicht peinlich? Heute gehört es dazu. Früher war es fast peinlich. Die dicke Zigarre vorne drin, dann die Jacke dahinter gehängt und dann die Klorolle hinten drauf. Also, wunderschönes Auto, original Farbgebung, hell und hellblau und dieses beigefarbene Verdeck innen drin, völlig original, sehr selten. Früher war es gängig. Das war die amerikanische Version, vielleicht man so sagen könnte, für die deutsche GM-Tochter Opel. Tolles Auto, wirklich original, sehr schön, zweitürig nur, die, wenn man so will, etwas die Sparversion des Opel. Mit Schaltgetriebe am Lenkrad natürlich, Dreigang, nicht? Dreiganggetriebe. Naja, also tolles Auto, prima, herzlichen Dank. Ja, der nächste, ein sportlicher Wagen, ich hoffe, dass sich das Wetter ein bisschen hält. Wäre schade, wenn jetzt wirklich auch doch das Wetter von oben kommt, denn wir haben jetzt hier ein wirklich wunderschönes Auto mit einer sehr seltenen Karosserie von dem berühmten italienischen Karosseriedesigner Pininfarina. Pininfarina hat für Fiat, da unten steht es auf der Seite, das F steht für Pininfarina, und das Auto selbst, ein Fiat 124 Cabriolet, technisch ein Leckerbissen, weil er hat eben auch einen wirklich äußerst attraktiven und sehr interessanten Motor, hat ja zwei Nockenwellen, ja? Zwei oben liegen Nockenwellen, das hatte eigentlich damals vergleichbar nur Alpha. Fiat hat es dann nachgemacht und beziehungsweise hat das dann auch selbst konstruiert. Tolles Auto, ich glaube, er kommt aus den Staaten, kann das sein? Ja, ist also ein Reimport, weil da sieht man vielleicht an den etwas verlängerten Stoßstangen vorne und hinten. Das Auto wurde sehr gerne und sehr viel auch in den Staaten verkauft und hier ist er zurückgekommen. Tolles Auto, schönen Dank und auf geht's zum nächsten. Ja, und jetzt wird es groß und schwer. Jetzt kommt nämlich der große Bus. Dazu müsste man vielleicht mal selbst was sagen, denn zu dem Auto, der Wagen ist ja ein Essener Urgestein. Kann man das so sagen? Sagen Sie mal. Also, ja, Sie können was sagen zu dem Bus. Ja, was soll ich sagen? Wie alt? Zulassung ist Januar 74. 74, ja. Älter ist er noch nicht. Er sieht zwar ein bisschen älter aus, aber er hat dieses Jahr seine 45 Jahre voll gemacht. Der Bus ist, glaube ich, aber komplett restauriert worden von Ihnen und von einem ganzen Team. Er war irgendwann mal bei der Essener Verkehrs AG eingesetzt gewesen und hat dann über verschiedene Wege den Weg zurückgefunden, nicht zur Essener Verkehrs AG, sondern zu einem Freundeskreis, der den Wagen jetzt einsetzt. Ein traumhaft schöner, riesengroßer Bus mit Mercedes-Motor natürlich drin, aber der Aufbau selbst kommt von der berühmten Essener Firma Ludewig, die den Wagen damals in den 70er Jahren aufgebaut hat. Also auch Essen hat im Karosseriebau einen großen Namen vorzuweisen. Das war eben unter anderem die Firma Ludewig. Ja, schönen Dank. Ich glaube, viele sind mit dem Wagen mitgefahren. Die ganze Truppe von Wagner Media ist da hinten im Bus. Und der Werner Bücking ist da hinten im Bus. Prima, der auch mit zum Essener Urgestein hört. Also Applaus mal für diesen riesen Bus. Der nächste ist wiederum ein 190 SL aus dem Jahre 1958, 59, 56 sogar. Also sehr frühes Auto, auch ein 190 SL, der schon in den Anfang der oder Mitte der 50er Jahre rauskam, 1955. Hier ein sehr originales Auto in Weiß. Es wird auch noch ein kleines Glas Sekt gereicht. Ja, fahren Sie mal bitte vor. Wir hatten schon zwei SL hier vorgeführt. Prima, herzlichen Dank. 1,9 Liter, 105 PS. Das war das berühmte Auto, das viele Damen gerne fuhren, weil es eben einfach ein totschickes Auto war. Ein, wenn man so will, auch Auto für die Dame, für die etwas wohlhabende Dame. Ja, hier ein Special, ein Bentley.
ein Bentley als Roadster, völlig offen, wie die sehen, kein Verdeck dabei, ein Spitzenauto mit sehr viel Power, sehr viel Leistung, wurde auch gerne im Rennbetrieb gefahren. Ich sehe Rennreifen hier drauf. War es denn heute ein schnelles Fahren oder wie konnte man durchfahren? Also der Claudio hat wieder eine wunderschöne Strecke ausgesucht. Die hatte Regen, Sonnenschein und auch Graupelschauer und Schnee. Und uns hat es natürlich ein wenig auf den Wangen getan bei den Graupelschauern. Aber ansonsten war es eine schöne Strecke. Also wie Sie sehen, es gibt kein Verdeck. Dafür gibt es viel Dreck am Auto. Tolle Leistung, toller Erfolg für Sie, dass Sie mit dem Wagen durchgehalten haben bei dem Wetter. Also super. Ja, Claudio Schlechtendahl ist ein Thema für sich. Da können wir gleich mal drüber sprechen, wenn wir auch nicht Zeit haben. Er hat nämlich die Strecke ausgearbeitet, die bei diesem Mal wirklich wieder großartig war. Hier jetzt ebenfalls ein Auto, das es einfach kurz vorzustellen gibt. Das ist der berühmte Rolls-Royce 25-30, gefahren von Rolf Wiedemann hier aus Essen, ebenfalls ein Essener Urgestein. Ein Auto in einem makellosen, wundervollen Zustand, ganz selten ein Rolls-Royce 25-30, ein großes Coupé, wenn man so will, James Young war der Karosseriedesigner und der Hersteller. Rolls-Royce hat ja kaum eigene Karosserien gebaut, sondern die wurden immer bei einzelnen Karosseriefirmen nach Kundenwünschen gebaut. Hier also eine sehr, sehr elegante Ausführung. Wunderschönes Auto. Innen drin auch in der sehr attraktiven Holzapplikation. Einfach ein Traum von einem Auto. Herzlichen Dank und Applaus für dieses Auto.